Und mit dieser Szene zurück zu Anno 2205. Nächster Kampagnenteil oder nächste Szenario, sag ich mal, oder kleine Mini-Quests: Wiederherstellung der Eden-Initiative. Also es wird noch mehr auf 2070 angespielt, auf Eden in auf die Eden-Initiative. Der Name fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Teil 1: In Isolation. Die Einrichtung einer Forschungsabteilung hat oberste Priorität. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Wir sollen als erstes mal Ökologen ansiedeln. Dazu brauchen wir Biopolymere und Vitamindrinks. Und wir brauchen auf jeden Fall Ökologen, damit wir den Raumhafen ausbauen können. Die müssen wir mal versetzen. Sieht vom optischen her gesehen natürlich die Tundra ist ein ganz spezielles Gebiet. Das wird Zeit. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es läuft. Natürlich schon was Aufregendes, auch mal ein neues Gebiet zu sehen. Natürlich, die Straßen sehen ganz leicht anders aus, die Gebäude auch etwas. Wenn wir uns mal so die Wohnungsgrundstücke ansehen, sieht natürlich schon ein wenig mehr campingmäßig aus eigentlich, ne? Neue Gebäude Aber waren gut. verfügbar. Genau, jetzt steht auch über allen Gebäuden, was es ist: Landwirtschaftseinrichtung, Energieeinrichtung und so weiter und so fort. Aber als erstes hätte ich mal gesagt, wir brauchen Wasser. Vergraulen können wir ja die Brücke eh nicht mehr. Perfekt. Und keine Sorge, der Vulkan in der Nähe wird nicht ausbrechen und ihre Siedlung begraben. Ich überwache ihn. Ist aber schade. Es gibt einen Grund zur Sorge. Wir kämpfen gegen ein Virus. Den Sektor unter Quarantäne zu stellen, ist keine Option, denn wir beziehen Lebensmittel von außerhalb. Aber mit ihrem Raumhafen als Knotenpunkt sind wir auf der sicheren Seite. Okay, einen Virus. Was für ein Virus könnte das sein? Gut wäre, wenn man da jetzt diesen Phase-Virus aus 2070 nochmal ins Spiel bringen würde, aber nein, leider nicht. Teil 2, Verstärkung. Das ist der Hacker. Ein Virus ist im Bunker ausgebrochen. Damit ein Forscherteam etwas dagegen unternehmen kann, brauchen wir ihr Versorgungsnetz und ihren Raumhafen. Also wir müssen den Raumhafen ausbauen. Raumhafen-Upgrade wird ausgeführt. Das ist ja kein Problem. Wir sollten ja schauen, dass wir auch möglichst genügend Biopolymere haben. Die Aufgabe verschwindet nicht, aber sie ist wichtig. Wie wir schaffen, das auszubauen? Aber schauen wir mal. 40% haben wir ja schon. Noch. Können wir ein wenig vorspulen sogar. Ja, genau. Spulen wir ein wenig vor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. Ach, dafür braucht man jetzt Bio. Petrochemikalien. Gut. Wir verlassen uns auf ihr gesamtes Firmennetzwerk. Wenn dieses Pathogen eine große Siedlung erreicht, haben wir ein Problem. Wir brauchen eine größere Forschungsabteilung. Aber wenn sie diesen Sumpf bebauen, werden sie erst in ein paar Jahrhunderten wieder ausgegraben. Wir müssen ihn trockenlegen. Sehr gut, völlig richtig. Wir müssen jetzt natürlich auch hier die Sümpfe trockenlegen. Dazu brauchen wir Superlegierungen und so weiter und so fort. Firmenseite steht was von schnell. Oh, die Ökologen werden weniger. Weil die gar mit gar nichts zufrieden sind. Ist ja klar, euch fehlt alles.
Aber ist ja kein Problem. Ein erfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Nachdem wir ja jetzt den Raumhafen ausgebaut haben, ist er erreichbar. Das heißt, wir schicken zum Beispiel von hier nach da mal ein paar Waren. Von der Arktis schicken wir auch mal 20 Runden. Ah, da können wir mehr schicken schon. Schicken wir mal so viel runter. Verbunden. Energie können wir noch. Energie können wir noch nicht transferieren, okay. Vitamindrinks fehlen noch, genau. Schicken wir auch mal von hier ein paar darüber. Verarbeite Informationen. So, da dürfte es jetzt doch wesentlich steigen, die Zufriedenheit. Wir müssen nur noch schauen, dass wir den Raumhafen ausbauen können. Dafür brauchen wir 1000 Feldforscher. Wie sieht's mit den Biopolymere aus? Haben wir da einen Überschuss? Nichts, da schickt man nichts rüber. Da brauchen wir auch noch was. Ah ja gut, da können wir vielleicht ein bisschen was rüberschicken, damit es ein wenig schneller geht. Damit wir hier Häuser bauen können. Bauoptionen erweitert. Ah. Brücke könnten wir jetzt bauen. Okay, hier ist ein Auftrag. Das hier ist von allerhöchster Wichtigkeit. Was für eine Erleichterung. Können wir ja zwischendrin machen. Und alles ohne Anlass zur Klage. Gut. Sehr gut. Müssen wir nur schauen, dass wir irgendwann hier auch weiterkommen. Ah genau, es fehlen Superlegierungen. Neue Route. Superlegierungen. Okay. Wir haben überall einen sehr guten Überschuss. Das heißt, wir müssen da trotzdem ein paar hinschicken. Schicken wir von da oben mal runter. Verbunden. Fürs Erste. Vor allem, wenn wir sie hier brauchen. Brauchen wir alles nicht bauen, weil wir das selber produzieren. Wofür brauchen wir Moos? Genau, wo brauchen wir Moos? Ach, das könnte für die anderen Produkte sein, genau. Da war ja noch was. Ich würde mal sagen, wir legen dann erstmal das hier trocken. Die Sümpfe sind von Wildtieren befreit, also nur zu. Genau. Dann hier wäre auch vielleicht noch was gleich. Ziemlicher Landgewinn, was? Na, da können wir leider noch nichts bauen. Da brauchen wir auch noch Bauboards und das dauert dann schon 15 Minuten. Genauso wie hier. Okay, dann werden die ersten zwei wohl die leichten sein. Und zum Schluss wird es dann schwieriger. Aber schon regnet es oder schneit es, was auch immer. Hinten wird es dann natürlich schon wieder ein wenig komplizierter. Schauen wir mal, was für Aufträge wir haben. Wir brauchen Unterstützung von höchster Stelle, um das hinzubekommen. Stimulanzen. Toller Job. Meine Vorgesetzte möchte ihn einfach exzellent. Finden Sie Kisten. Ah, da sind noch die Kisten.
3, 4. Ihre Leistung war genau so, wie sich Cassian. So, was will sie? Stimulantien. Da brauchen, ach, da brauchen wir ja die höhere unerfülltes Level. Bestimmten Verbrauchsgütern. Wenig Superlegierungen interessiert auch keinen. Da ist der. Da ist das Kommandoschiff. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, das. Ist auch kein Problem. Ist ein Problem. Ich habe die Route geprüft. Genau. Die Lieferungen sollten bald eintreffen. Dann können wir jetzt nämlich schauen, dass wir hier die Waren auch kriegen jetzt. Danach können wir die Handelsroute auch wieder deaktivieren. Geld steigt ja nicht weiter, also passt's. Und jetzt schneit schon wieder auf der Karte. Genau wie in echt. Dadurch werden Kapazitäten frei. So, und da habe ich mal die Handelsroute gelöscht. Sicherheitsgründen. Kostet uns ja nur Geld. Straße. Straße. Können wir eigentlich noch ein paar Häuser bauen? Brauchen wir eh. Bauoptionen erweitert. Genau. Brauchen wir eh für die neuen Waren. So, Trockenlegung müsste laufen. Genau, die Superlegierungen dauern halt nur. Spielt ja keine Rolle. Nicht für mich, sondern zum Wohle des Planeten. Ein Problem weniger. Schauen wir mal, ob wir den Gleiter finden. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Da ist eine Kiste. Das ist aber nicht. Hier ist er auch nicht. Da ist er. Endlich setzen Sie sich für eine edle Sache ein. Jawohl. Die Custodians sorgen dafür, dass unser Planet bewohnbar bleibt. Das verdient Ihre Unterstützung. Dauert noch etwas. Wir können schauen, dass wir. Und da bin ich wieder. Das ist ja klar, dass immer in der Aufnahme das Telefon klingelt. Was wollte ich machen? Genau, ein paar Waren können wir noch produzieren, vielleicht. Wolfram brauchen wir dafür. Dafür brauchen wir das und das. Im. Da brauchen wir mehr. Von Kobalt brauchen wir mehr. Ist ja in Ordnung. Okay. Um hier irgendwas reißen zu können. Ist egal, wir brauchen erstmal Bergbauplätze. Und die gibt's hier nicht. Sondern erst da hinten, ja. Genau.
Können wir ein paar mehr Häuser noch bauen vielleicht? Doch schon mal eine beachtliche Siedlung. Es sieht alles relativ gut aus. Klar, die hier. Aber sonst so im Großen und Ganzen, bis auf die Smart-Drohnen, passt alles. Neue Baupläne verfügbar. Gemeinschaftszentrum. Immer noch eine Unterversorgung. Schauen wir mal, vielleicht können wir hier noch eins platzieren. Haben wir zwar jetzt Energieknappheit, aber da können wir ja fürs erste Mal nachlegen. So. Das war ja natürlich die größte Pleite, was ich hier gemacht habe. Also bitte, dahin gebaut, dass man es nicht mehr erweitern kann. So, haben wir ein bisschen Energie wieder. Muss nur noch das hier fertig werden. Sie müssen die Pumpen auch anschalten. Ja, das hätten wir auch uns denken können. Sie müssen die Pumpen auch anschalten. Okay, die Pumpen sind jetzt gebaut. Müssen wir es natürlich noch einschalten. Schauen wir mal. Praktisch wäre es, wenn wir den Raumhafen schon weit genug ausbauen könnten, aber da fehlen die Forscher. Die nächste Stufe der Einwohner. Aber an der Stelle bauen wir nochmal schnell Energie. Aus Testgründen. So, dann können wir nämlich das hier auf jeden Fall in der nächsten Folge aktivieren und schauen, was passiert. Bis dahin, euch aber noch einen schönen Tag. Ich hoffe, der Part hat euch wieder gefallen. Bin gespannt auf die nächsten Folgen. Bis dahin, euch aber noch einen sehr schönen Tag.